Oh. Hyundai Dedongche. Hyundai Dedongche. So wird Hyundai übrigens korrekt ausgesprochen, womit geklärt wäre, worum es heute geht. Hyundai heißt modernes Zeitalter. Modernes Zeitalter haben wir hinter uns stehen, nämlich den neuen Hyundai Tucson. Und warum der modernes Zeitalter ist, zeige ich euch heute. Seid gespannt. Hast du den Grill drauf? Ist das der Hammer? Die neue progressive Front vom Hyundai Tucson mit 5 Leuchten vorne. Es ist wirklich eine komplette Batterie an Licht. Damit kannst du von Seoul bis nach Pyongyang leuchten. In Pyongyang herrscht ja in der dritten Generation so ein kleines Diktatorsöhnchen und sieht also wirklich mega toll aus. Schön gezeichnete Front und das zeichnet den neuen Tucson auch aus. Ja, womit übrigens auch geklärt wäre, wann man den Schlüssel machen kann, nämlich ein- und ausparken. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir wollen uns mal ein bisschen über die Seitenlinie unterhalten. Und die ist nämlich echt cool geworden. Wirklich richtig dramatisch gezeichnet. Hier ist so ein Z mit drin. Das kennen wir aber ein bisschen von Toyota. Und Lamborghini baut ja inzwischen auch Autos, die so aussehen. Da haben sie sich ein bisschen dran orientiert. Auch jetzt mit den eckigen Radkästen. Das macht man jetzt anscheinend so. Ich finde es ein bisschen drüber, aber ich glaube, die Kunden werden es mögen. Ich mag eher so glatte Linien. Gehen wir da hin. Natürlich haben sie hinten auch richtig Mühe gegeben. Ne? Der Scheibenwischer ist oben versenkt. Das Schild von Hyundai soll übrigens bedeuten, dass das zwei Leute sich die Hand geben. Wusstet ihr das? Dann natürlich durchgehende Lichtleiste. Hier hinten so ein bisschen die Optik wieder aufgegriffen wie vorne. Ja, macht was her. Natürlich lässt sich die Heckklappe elektrisch öffnen und auch in der Geschwindigkeit einstellen. Das Bimmeln kann man bloß nicht abstellen. Ist halt so koreanisches Auto. Ja, auch hier die Jalousie, guck mal, fährt schön langsam zurück, knallt nicht einfach nach hinten, finde ich richtig gut. Gerade Fläche mit 282 Litern mehr als der Vorgänger. Der größte Kofferraum von allen SUVs in der Preisklasse. Echt Wahnsinn, was hier reingeht. Und natürlich lassen sich Rücksitzlehnen noch umlegen. Und wenn man so runterdrückt, die arretieren nämlich schön. Kann man hier drin sogar pennen. Übrigens hier in der Tür sind diese Schürzen mit dran, die dafür sorgen, dass der Schweller sauber bleibt. Das heißt, beim Einsteigen, selbst wenn das Auto komplett zugemoddert ist, machst du dir die Hose, den Rock nicht dreckig. Cool, oder? Zusätzlich sind hier noch besonders dicke Geräuschisolierungen drin, was dafür sorgt, dass das Auto wirklich mega leise ist beim Fahren. Wirklich mega leise. So, Kai sitzt hinter Kai. Machen wir uns das mal gemütlich, weil du kannst nämlich die Rückenlehne einstellen. Es gibt 4 Ausstattungsvarianten: Pure, Select, Trend und Prime. Wir sitzen hier im Prime, das heißt einmal wirklich volle Lotte. So eine Sachen wie das hier zum Beispiel. Hinten eine Jalousie für die Kinder und für den Hund, dass da keiner hingucken kann oder raus. Du hast eine Sitzheizung mit dabei, du hast eine dritte Klimazone mit dabei, du hast eine Mittelarmlehne mit dabei und du kannst den Vordersitz sogar verstellen. So was kennt man eher sonst aus der S-Klasse oder den 7er. Oh, so leicht ist anders. Also beim Tucson haben sie richtig an der Uhr gedreht, was das Technikfeuerwerk betrifft. Also fangen wir mal mit einer fast Nebensächlichkeit an. Ihr seht hier oben sind Kabel in die Dämpfer drin. Es hat nämlich ein adaptives Fahrwerk. Das heißt, der federt wirklich exzellent. Aber kommen wir zu den Motoren und zu den Elektroantrieben. Und hier ist richtig Rambazamba in die Bude. Es gibt einen Benziner, es gibt einen Diesel. In diesem Fall haben wir den 1,6 GDI mit drin, der mit 350 Bar den Sprit rinjagt. Heißt in diesem Fall eine sehr effiziente, sehr saubere Verbrennung und natürlich auch sehr sparsam. Und um das noch zu steigern, haben sie dafür gesorgt, dass es insgesamt, glaube ich, 3 Hybridvarianten gibt. Also es gibt den ganz normalen Benziner, den ganz normalen Diesel, dann gibt es einen 48 Volt Mild-Hybrid, also wenn du so willst, eine Starterbatterie auf Dope, die ein bisschen mit anschiebt. Dann diesen Hybrid, der sich jetzt nicht zusätzlich zuladen lässt über den Stecker, weil ein Plug-in-Hybrid kommt noch. Heißt hier in diesem Fall Motor, dahinter der Elektromotor, danach das Getriebe. Das System kennt ihr, zum Beispiel der Toyota Prius funktioniert so. In diesem Fall fährt das komplett unmerklich.
Du fährst ganz oft im Stadtverkehr elektrisch, irgendwann kommt der Motor mit dazu, kriegst du gar nicht mit. Also wie gesagt, 12 Motor-Getriebe-Kombinationen. Und wo wir bei den Getriebekombinationen sind, da hat der Entwicklungschef von Hyundai, der hat übrigens einen typisch koreanischen Namen, Alfred Biermann, hat dafür gesorgt, dass wir hier vier verschiedene Getriebevarianten haben. Wir haben ganz normales Schaltgetriebe. Wir haben das IMT, Intelligent Manual Transmission. Das heißt, du hast keinen Kupplungspedal mehr. Du schaltest ganz normal, musst aber nicht kuppeln. Dann gibt es ein DSG-Getriebe mit 7 Gängen und eine Automatik mit 6 Gängen, die wir hier drin haben, die super funktioniert. Unglaublich. Tja, Urlaub fällt ja gerade aus. Aber wenn ihr euch weiter gut von uns unterhalten lassen wollt, liked doch das Video, abonniert den Kanal. Würde uns freuen. So, weiter geht's. Also bimmeln kann er. So, wenn wir mal drinnen rumgucken, das Auto haben sie richtig schön gezeichnet. Und bevor wir zu den ganzen tollen Sachen kommen, zu zwei Sachen, die ich nicht so toll finde. Es gibt kein Head-Up-Display und bis jetzt auch kein Kurvenlicht. Was ich inzwischen richtig cool finde. Gerade ein Head-Up-Display ist doch echt hilfreich. Ändert aber nichts daran, dass dieses Auto innen drin richtig schön gezeichnet ist. Wir haben hier diese zwei Schwünge mit drinne. Mega bequeme Sitze, die in diesem Fall beheizt und belüftet sind. Beheizt ist übrigens auch das Lenkrad, womit wir beim Lenkrad wären, weil das nämlich auch sehr schön ist. Hier hast du auch zwei Lenkradpaddeln dran, die du wahrscheinlich nie verwenden wirst, aber sie sind mit dabei. Kannst alles hier drüber bedienen und wir hatten es schon bei anderen Hyundai oder Kia Modellen gesagt, also was die inzwischen mit den Knöpfen machen, richtig beeindruckend. Das fässt sich richtig wertig an. Direkt vor dir ein 10,25 Zoll Display, da ist gleich nochmal eins und darunter die Bedieneinheit fürs Klima. Hier ist vielleicht noch zu erwähnen, dass sie hier eine neue Funktion mit drin haben, die heißt nämlich Diffus. Hier heißt es in diesem Fall, dass die Luft hier nicht direkt über die Ausströmungsöffnung kommt, sondern aus lauter kleinen, diese ganzen kleinen Löchern. Das heißt, du wirst sehr diffus gekühlt oder gewärmt. Das Display lässt sich in 4 Konfigurationen einstellen, inklusive so ein Würfel, der sich dreht, so leicht erhaben, so 3D-mäßig dir das anzeigt. Mir gefällt es nicht. Dann haben wir drüben, na klar, die Funktion, Karte, schön übersichtlich. Wer sagt, ich möchte ein besseres Navi haben, eins, das richtig gut funktioniert, also das funktioniert schon gut, aber geht natürlich besser, fährt in diesem Fall mit entweder Android oder die iOS-Variante, also Apple CarPlay oder Android Auto, beides mit an Bord. Gehen wir mal hier drauf. Jetzt haben wir hier Navigation, Hybrid, kannst dir anzeigen lassen, was gerade wo lang geht, wie viel Verbrauch etc. Sehr schöne Anzeige. Hier kannst du dir anzeigen lassen, was deine Verbrennungsmotor verbraucht oder was dein Verbrennungsmotor verbraucht hat und was dein Elektromotor verbraucht hat. Wo der Elektromotor verbraucht, ja egal sein kann, weil das speist sich ja aus dem Benzinmotor. Also, viel gute Gewissen. Gut, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Naturklänge. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil irgendwann sitzt du hier drin, bist total genervt vom Verkehr, das ist ja heutzutage nicht schwer, und machst einfach das an. Oder du machst Regentag. Gut, klingt hier wie eine Tropfsteinhöhle, machen wir was anderes, was haben wir noch? Hier genau, verschneites Dorf. Ruhemodus ist in diesem Fall gedacht für, wenn hinten zum Beispiel die Kinder sind oder jemand schlafen will, sind nur die Boxen vorne an und die Lautstärke ist begrenzt, geht nicht lauter, damit die in Ruhe ruhen können. Ansonsten haben wir noch induktives Laden, das ist hier vorgelegt, dann nimmt also keinen Platz weg, du hast hier eine schöne große Ablage. Zwei USB-Anschlüsse. Denn dieses Fly-by-Wire, würde der Pilot sagen, hier heißt es Drive-by-Wire, kennen wir auch schon bei den Koreanern, kannst also die Gänge einstellen und Auto holt. Wenn du es denn anhast, rollst an eine Kreuzung ran und bist nicht der Erste. Der Erste muss immer aufpassen. Und bist der Zweite in der Reihe und du bist am Trödeln, weil du gerade hier drin rumspielst oder im Handy was guckst oder vor dich hin träumst und dich gerade am Meer siehst, weil das gerade läuft und der fährt vor dir los, gibt es ein kleines Bim-Signal, was dich daran erinnert, weiterfahren. Sehr cool. So. Dann das Ding natürlich diverse Assistenzsysteme, toter Winkelwarner, Ausparkwarner. Das Ding fährt automatisch hinterher. GPS-basiert ist es hier auch so, dass das Auto zum Beispiel, wenn du in eine Ortschaft reinfällst und hast ein Tempomat drin, also dieses System, bremst ja automatisch ab und passt praktisch die Geschwindigkeit der ortsüblichen Geschwindigkeit an. Genauso macht er das vor Kurven etc. Das ist cool. Theoretisch, weil gerade der Spurhalteassistent hat mir auf der Autobahn nicht so gefallen, weil das Auto stark zum Bouncen neigt. Also dieses
immer hin und her fahren. Und du hast immer das Gefühl, so, was ist denn mit dir, kann ich dich lenken, ist der unsicher. Sobald du das ausmachst, fährt dieses Auto dank des adaptiven Fahrwerks wie auf Schienen. Echt toll. Tja, wenn du jetzt natürlich denkst, du musst den neuen Tucson unbedingt haben, schau auf unsere Seite. Du kannst leasen, finanzieren oder kaufen. Je nachdem, was du möchtest. Bei Autoscout24. So, weiter geht's. Hyundai macht es ja so, dass die eher Volumenmodelle, nennen die einfach i10, i20, i30, i40, aber die emotional aufgeladenen Modelle, so sagen die, haben einen Namen. Tucson, Santa Fe, Genesis. Und das soll alles irgendwas bei dir erzeugen, suggerieren. Tucson steht für Weite, Abenteuer. Ja. Also dahin fahren würde ich mit diesem Auto gerne. Wirklich, weil das ist so entspannt. Wir haben ein sehr, sehr gutes Fahrwerk. Wir haben sehr gute Bremsen, wir haben eine sehr geringe Geräuschentwicklung, einen sehr kultivierten Antrieb, solange du ihn nicht an Locken ziehst. Also bei Vollgas wird er echt brummig, da sagt er wieder, will ich nicht. Fahr mich mal lieber so, dass ich verbrauchsoptimiert fahre. Und der Hybridantrieb in diesem Auto funktioniert auch einwandfrei, weil aktuell zum Beispiel fahren wir rein elektrisch. Die Übergänge zum Benzinantrieb kriegst du so gut wie gar nicht mit. Also das können sie inzwischen genauso gut wie die Kollegen von Toyota. Ist wirklich schwer beeindruckend. Umfangreiche Sicherheitsausstattung, eine wunderschöne Rundumsicht, außer nach hinten. Aber das kann ja inzwischen kein Auto. Ja, und mit dieser Spiegellösung zum Beispiel, dass du halt dein Bild mit eingeblendet hast. Dieser indirekten Belüftung, die Erinnerung, dass du an der Kreuzung losfahren sollst. Das ist wirklich tolle Ausstattung, viele ganz, ganz kluge Details drin. Und ich glaube, das zeichnet Hyundai inzwischen aus. Das ist keine Marke für Poser. Das ist eine Marke für Leute, die für wenig Geld ganz, ganz viel Auto haben wollen. Und sich dabei richtig gut fühlen. Kannst du hier drin. Versprochen. Der Hyundai Tucson, also in der Preisklasse eine absolute Kaufempfehlung von mir, weil das Auto ist wirklich nochmal richtig einen Schritt nach vorne gegangen mit der ganzen Ausstattung, wie es sich fährt, mit dem Hybridsystem. Das ist schon fast ein bisschen beeindruckend, wie schnell das bei denen geht, also diese Entwicklungsschritte. Ja, und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked, abonniert, beim nächsten Mal reinschaut und bis dann, euer Kai. Ciao.